Hallo, da sind wir wieder, Pippa und Gitte. Wir spielen Black Mirror 2 und unser Held Darren ist jetzt hier in den Ruinen der Akademie. Ja. Genau. Er will jetzt hier zum Schachbrett und die vier Figuren. Wir haben die vier Figuren. So, wir haben auch was gelesen, das sollten wir vielleicht nochmal lesen. Der König geht nach Norden, ich kann es ja nochmal vorlesen lassen. Die Wörter auf dem Zettel sind teilweise verschmiert, aber da steht... Der König ging nach Norden, der Bauer ging ins Süden, die Dame, der Rest ist kaum lesbar. Und das Pferd nach... Stan. Naja, es war beiden gleich. Osten oder Westen? Also können wir das schon mal König und können Bauer... Wir jetzt mal... Also, der König geht nach Norden. Ich habe ein leises Klicken gehört. Geh mal zur Seite, ich sehe den Süden nicht. Der Bauer geht nach Süden. Ich habe ein leises Klicken gehört. So, die Dame könnte jetzt Westen oder Osten sein. Wir packen sie mal nach Westen. Ich habe ein leises Klicken gehört. Dann kann das Pferd nur nach Osten. Ich habe ein leises Klicken gehört. Ja, gut, und jetzt? Ah, ansonsten hätten wir die beiden rechts und links noch mal tauschen müssen. Mehr Möglichkeiten gab es ja nicht mehr. Ja. Tja, ich glaube, ich sollte mal... Ja. Wir wissen ja, er kann gut versterben. Mhm. Hey. Hallo. Ach, sieh mal einer, guck. Oh, schön. Da ist das Loch. Ja. Hä? Und du? Verdammte Mistvieh schon wieder. Lass ihn doch, Mann. Er hat seinen Privatzugang zu diesem Raum. Ja, hat er. Wir haben ihn schon entdeckt. Das ist vermutlich sein Schatzlager. Was ist daran so schlimm? Tja. Ausgang... Ein Steinsockel. Ein Sockel aus Stein. Da sind drei Rillen auf jeder Seite. Keine Ahnung, was man damit anstellen kann. Ein Sockel aus Stein. Aha. Rucksack. Ein Rucksack. Ich würde sagen, den hat der Rabe auseinandergepflückt. Vielleicht hat er etwas Essbares gesucht oder wieder mal glitzernde Gegenstände. Mhm. Aber der hat den bestimmt nicht hier hereingetragen. Hm. Irgendjemand muss den da abgelegt haben. Hm. Einige Kleidungsstücke. Sie könnten wirklich Angelina gehört haben. Und hier ein kleines Buch. Ist das... Tagebuch. Das muss Angelinas Tagebuch sein. Und hier, hier liegt ein zusammengefalteter Zettel im Buch. Aber eins nach dem anderen... Was schreibt sie auf den letzten Seiten? Dienstag. Ich habe ihn gefunden. Er nennt sich Darren Michaels. Oder vielmehr, das ist der Name, den sie ihm gegeben haben, wenn ich mit meiner Vermutung recht habe. Er ist sehr nett. Ich glaube, er hat nicht den geringsten Schimmer von der ganzen Sache. Ich wollte mit Mrs. Michaels sprechen, aber niemand hat auf mein Klingeln reagiert. Ein Mann scheint mich zu verfolgen. Schon vor meiner Abreise hatte ich manchmal das Gefühl, beobachtet zu werden. Was will der Kerl von mir? Abends. Mrs. Michaels hatte einen schrecklichen Unfall. Sie liegt mit einer schweren Kopfverletzung im Krankenhaus. Ob sie schon gestürzt war, als ich bei ihr klingelte? Oh Gott, ich mache mir schreckliche Vorwürfe. Mittwoch. Ich wurde verhaftet. Wegen des Mordes an einem Mann, den ich kaum kenne. Man hat mich in eine Falle gelockt. Eine Stimme am Telefon sagte mir, sie hätte Informationen über Darren. Als ich beim Laden ankam, entdeckte ich die Leiche und wurde prompt festgenommen. Ich glaube, mein Verfolger steckt dahinter. Oder bin ich paranoid? Wer könnte ein Interesse daran haben, es endlich zu beenden? Nachmittags. Darren setzt sich so liebevoll für mich ein. Er ist so, so hilfsbereit. Er macht einen einsamen Eindruck, aber ich mag ihn sehr. Egal, ob er nun der ist, für den ich ihn halte.
Ich habe einen guten Freund gefunden. Oder vielleicht mehr? Später. Reginald Boris. So heißt mein Verfolger. Nun gibt es keinen Zweifel mehr. Er ist hier, um meine Suche zu behindern. Um mich aufzuhalten. Wer hat ihn geschickt? Abends. Er ist es. Jetzt ist es klar. Bei unserem ersten Date brachte er eine Holzschachtel mit. Darin war ein Foto seiner Mutter und des Dieners Bates. Sie standen vorm Tor von Black Mirror Castle. Ich habe es sofort erkannt. Er muss einfach ein Gordon sein. Seine Mutter hatte eine Affäre und nach dem Brand ging sie in die USA. Aber ich hatte nicht den Mut, Darren davon zu erzählen. Seine Mom liegt im Krankenhaus. Er hat genug Kummer. Außerdem muss ich herausfinden, wer meine neuen Gegenspieler sind. Was, wenn ich Darren mit nach Willow Creek nehme und ihn damit in Gefahr bringe? Das könnte ich mir nie verzeihen. Ich werde alleine abreisen und Nachforschungen anstellen, wer unsere Feinde sind. Zu gegebener Zeit werde ich Darren alles sagen. Tja. Also ist er ein Gordon. Also hat sie... Angelina wusste die ganze Zeit mehr, als sie gesagt hat. Und sie hat sich selber in Gefahr gebracht, um mich zu schützen. Es passt alles zusammen. Die Zahlungen aus Willow Creek, mein Vater, von dem es keine Bilder gibt und an den ich mich nicht erinnern kann. Es gab nie einen Autounfall. Es gab einen Brand im Schloss und meine Mutter wurde damals verletzt. Sie wurde in die USA geschickt und erhielt eine Rente oder vielleicht Schweigegeld. Was ich nur nicht verstehe, worum geht es überhaupt? Was wollte Angelina erreichen und was will der Orden verhindern? Und vor allem, was habe ich damit zu tun? Tja, du bist ein Gordon. Eine altmodische Öllampe. Bei flackerndem Feuerschein muss dieser Ort noch unheimlicher sein. Ja, mach ihn dann mal an. Ich lasse sie lieber, wo sie ist. Nein? Okay. Na gut. Aber den Rucksack. Es liegt hier überall verstreut. Aha. Mehr ist nicht mehr drin. Ja. Ich sehe aber nichts. Da ist noch ein Schlafsack. Ja. Hier hat sie sich also versteckt. In diesem Gemäuer mit einer Öllampe und ihren Aufzeichnungen? Sie war sehr mutig. Oder verrückt. Wer weiß. Vielleicht beides. Ja, was machen wir denn nun? Na, da ist im Augenblick nichts weiter, oder? Erstmal. Ein Sockel aus Stein. Ja, das haben wir schon gesehen. Ja. Einen Schlafsack haben wir also nicht, haben wir uns schon genauer angeguckt? Können wir gleich nochmal gucken. Ich glaube nicht, dass er das schafft. Soll ich dir helfen? Aber ich glaube, das würde nicht viel nützen. Du kannst dich nicht bewegen. Und ich sehe keine Klinke und kein Schlüssel. Naja, ich glaube schon, dass dieses Ding hier mit den Rillen, dieser Steinsockel, dass der da, dass wir da auch was machen müssen. Fotografier's mal. Macht er das? Tatsächlich. Aber ich fürchte, das bringt uns auch nicht viel weiter. Ein schönes Motiv. Was war das für ein Pling? Ach so, kann man gucken, ja, wie es aussieht oder so. Oder? Was war das für ein Zeichen? Mal gucken. Menü. Nö. Irgendwo sollen doch da Extras sein. Ja, jetzt. Wo man die Fotos angucken kann. Müssen wir mal aber ausfindig machen. Ja. Das Loch. Wird uns aber auch nicht viel weiterhelfen. Nee, ja. Das ist der Rabe, der fliegt da rein und raus. Und? Ja, das bringt uns aber jetzt. Ist ein großes Loch. Sie hat der Witterung wohl nicht besonders gut standhalten können. Na, das ist auch schon ein altes Gebäude, schätze ich mal. Jetzt ist es weg. Ist noch der Rucksack. Mehr ist nicht mehr drin. Es liegt.
Ja, genau. Im Schlafsack haben wir schon geguckt, ob da irgendwas drin eingewickelt ist. Oder hier hat sie sich also versteckt. Nee, auch nicht. Das ist nicht. Ja. Das kennen wir schon. Ja. Im Tor, da könnten wir uns vorstellen, dass wir hier vorne beim Steinsockel was machen müssen. Dann fehlt uns vielleicht was. Oder gucken wir uns das nochmal an, was sagt er genau eigentlich? Nur, dass diese drei Dinger da sind, diese drei Rillen oder so. Ein Sockel aus Stein. Da sind drei Rillen auf jeder Seite. Keine Ahnung, was man damit anstellen kann. Haben wir irgendwas bei uns in unserem Dings da? In unserem Gepäck ist ja im Augenblick ziemlich wenig, ja? Messer? Nö. Aufschließen. Nein? Ja, nee, da kann man nicht. Nichts machen. Nö. Also, weiß ich jetzt nicht, es ist so eine Art... Also mehr also, ist hier wohl nicht. Was jetzt wichtig war, war, glaube ich, herauszufinden, diesen Rucksack zu finden von Angelina und ihr Tagebuch und so. Ja, das und war der Schlafsack, also hier hat sie sich wohl aufgehalten. Genau. Dann gehen wir mal suchen. Ja. Irgendwo muss es ja was geben, was man da in die drei Rillen stecken kann, ne? Ja, das müssen wir auch finden. Aber hier ist nichts. Mhm. Also wieder in die Ruinen. Ja. Da ist jetzt weg. Naja, wenn es auch was Glänzendes ist, kann schon sein, dass wir dass der Rabe das versteckt hat. Aber wo? Genau. Der scheint ja da hinten eigentlich sein Hauptquartier zu haben. Ich möchte mich Ralph nur nähern, wenn ich auch weiß, über was ich mit ihm reden kann. Genau. Ich finde ihn etwas unheimlich. Ich finde ihn nicht unheimlich, aber... Nö. Aber, ja, macht dir wenig Sinn. Ach, jetzt können wir uns das Windspiel angucken. Ja. Die sehen aus, als hingen sie dort schon seit Jahrzehnten. Ja. Und? Sie klingen unheimlich. Ja, mag sein. Jetzt ist weg. Das war's. Ja, mehr haben wir nicht. Mehr ist er nicht. Gucken wir mal im Tagebuch, genau. Größte Aufgabe haben wir mal mit keine. Nee. Nix. Wir haben keine Aufgaben. Da kann er nach Hause gehen und schlafen. Ach, kann er ja nicht sein Hotelzimmer? Ach, das ist ja eigentlich das Zimmer von Angelina. Ah, das ist jetzt gesperrt. Da kommen wir gar nicht mehr hin. Der lässt uns nicht mehr rein. Das war nicht in Ordnung, oder? So, ja, den Steinkreis haben wir nicht. Willow Creek haben wir nicht. Wir können eigentlich nur eine Akademie, ne? Das ist die Akademie, das ist der Leuchtturm. Wie wäre es denn im Black Mirror? Wie sieht es da aus? Auch nicht. Können wir auch nicht. Also wir kommen nur zur Akademie. Und nach Willow Creek kommen wir auch nicht. Nein. Weder. Da, noch da, noch da, weil die kann man einzeln ansteuern, aber da geht nichts. Whitewood können wir genauso wenig. Ja, da war ich schon. Der Steinkreis und die Mine ist auch nicht verfügbar. Ja, dann ist eigentlich wirklich dann nur mit der Akademie und hier. Sag mal, da konnte man hier eigentlich eine Willow Creek konzentrieren. Wir können mal die Straße Richtung Willow Creek gehen. Gegend um den Ort Willow Creek. Es ist eingezeichnet, wo vor 12 Jahren die Morde stattgefunden haben. Ich will erst einmal herausfinden, was Angelina in den Ruinen gesucht hat. Ja, das wollen wir auch gerne herausfinden. Die Frage ist halt nur... Ja, wie denn, wo denn, was denn? Wie kommen wir weiter? Nee. Erst einmal heraus. Nee, da kommst du jetzt nicht hin. Da kommen wir nicht rein. Wir können nur mehr über die Ruine da reingehen. Akademie.
Und dann müssen wir jetzt wieder suchen. Kann man denn hier die Treppen hoch? Nee, ne? Kann man auch. Nein. Genau, haben wir ja schon mal. Hat er ja gesagt, dass die Treppe im Leeren endet. Ja, dann können wir eigentlich nur wieder dahin gehen, wo wir jetzt hergekommen sind gerade. Wohin wir gehen konnten, weil wir das Ding geöffnet haben. Hier geht's nicht weiter. Ja. Hier geht's nur in die Ruinen. Ja. Du kannst aber eigentlich nur in die Ruinen gehen, oder? Hier geht's ja auch nicht weiter, oder? Nee. Nee. Und hier ist nichts. Absolut nichts. Zum Leuchten wollen wir jetzt nicht nochmal. Nee. Du kannst ja nur in die Ruinen gehen. Ich kann ja nur. Ich hab hier nichts. Und das hat wahrscheinlich was, vielleicht hat es was mit dem Raben zu tun. Müssen wir den jetzt fangen, braten? Nein, frei, da wäre ich ganz und gar dagegen. Kann man hier irgendwas machen noch? Außer geradeaus gehen? Nee, ne? Hier kann man in die Ruinen gehen und hier kann man geradeaus gehen. Du kannst nur ins Tor reingehen. Ja, mehr haben wir nicht. Ja, das ist. So, jetzt sind wir wieder hier. Jetzt gucken wir doch nochmal. Haben wir hier irgendwas übersehen? Da ist der Rucksack noch. Was wir, mehr ist nicht mehr drin. Nee, ist alles verstreut. Danke, dass du es gesagt hast. Aber der Rucksack ist noch da. Die Rillen. Kann man da was mit deinem Rucksack? Der ist noch da, aber du kannst da nichts mit machen. Oder? Ja, es macht ja keinen Sinn, da irgendwelche sehen. Schriftstücke reinzulegen. Hey. Warum meinst du, dass es das mit dem Rucksack zu tun hat? Weil er noch da ist. Ja, aber das andere Ding ist doch auch noch da. Ja, das ist auch noch da, aber ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Naja, diese drei Rillen. Da sind drei Rillen auf jeder Seite. Keine Ahnung, was man damit anstellen kann. Ja, eben, genau. Diese drei Rillen. Ich glaube, wir machen erstmal eine Pause und Pepe muss sich mal erkundigen. Ja, genau. Ich komme hier nicht mehr weiter. Ja, genau. Ich muss mal nachlesen, wie es hier weitergeht. Okay, bis gleich. Bis gleich. So. Pepe hat einfach mal nochmal genauer hingeschaut. Er hat gar nicht geguckt, was das alles ist. Er hat alles nochmal angeguckt und festgestellt im Tagebuch, da gibt es noch ein... Darin sagt er ja, dass da noch ein Zettel im Tagebuch ist. Und, den haben wir uns und das Tagebuch hat er vorgelesen. Ja, den Zettel aber nicht angeschaut. Und den Zettel haben wir noch gar nicht. Angelinas Nachricht an mich. Genau. Darren, ich hoffe, du bist es, der diese Nachricht findet. Ich kann nicht sagen, wie leid es mir tut. Nicht von Anfang an ehrlich mit dir gewesen zu sein. Ich habe die Gefahr, die vom Orden ausgeht, zu lange unterschätzt. Ich habe Spielchen gespielt und wie es scheint, habe ich verloren. Agenten des Ordens schleichen durch die Ruine. Das ist nur eine Frage der Zeit, bis sie diesen Raum entdecken. Ich werde die Figuren verstecken und versuchen, mich zum Dorf durchzuschlagen. Vielleicht kann ich sie so wenigstens vom Tor fernhalten. Solltest du diesen Brief lesen, habe ich es nicht geschafft. Dann bitte ich dich, vollende mein Werk. Du glaubst nicht an den Fluch, das weiß ich. Wie könntest du auch? Du warst so weit weg. Aber ich bin bei meinen Studien auf Aufzeichnungen gestoßen und es ist alles wahr. Alle 12 Jahre geschehen in dieser Gegend schreckliche Dinge. Und das schon seit Jahrhunderten. Vielleicht ist es Massensuggestion. Vielleicht ist es irgendeine Strahlung. Vielleicht ist es ein Fluch. Nenn es, wie du willst. Aber es muss aufhören. Der Schlüssel zu allem Übel verbirgt sich unterhalb der Akademie. Ein Raum, der vor Jahrhunderten für irgendwelche dunklen Riten benutzt wurde. Dort befinden sich auch die Seelenschlüssel, die Samuel Gordon vor 12 Jahren gefunden hat. Zerstöre sie, zerstöre alles. Und wenn es nur eine Spinnerei in den Köpfen der Leute hier ist, nimm ihnen den Grund, sich zu fürchten. Aber hüte dich vor dem Orden. Es handelt sich um eine okkulte Sekte, die ich für ausgestorben hielt. Ein großer Fehler. Es gibt sie immer noch. Sie gehen über Leichen und sie wollen dein Blut.
Der Legende nach kann nur ein männlicher Gordon den Kultraum öffnen, den Seelenschlüssel berühren und die dunklen Rituale vollführen. Deswegen habe ich dich gesucht. Ich glaube, dass du der Letzte der Gordons bist. Du bist in höchster Gefahr, solange die Schlüssel und der Beschwörungsraum nicht zerstört sind. Solange wird der Orden dich bis ans Ende der Welt verfolgen. Mir ist es bisher nicht gelungen, in die Katakomben vorzudringen. Um das Tor zu öffnen, benötigt man 3 Mosaikscheiben. Ich habe erst eine gefunden. Sie ist in meinem Rucksack. Die anderen beiden sind irgendwo im Schloss versteckt. Der einzige Hinweis, den ich auf das Versteck der einen Scheibe finden konnte, ist ein Name. Maximilian Mortimer Gordon. Du musst nach Black Mirror Castle gehen und dort nach den Scheiben suchen. Die Gefahr ist groß, denn ich bin sicher, dass mindestens einer der Schlossbewohner zum Orden gehört. Gib dich also nicht zu erkennen. Es ist die einzige Chance, an die Scheiben zu kommen. Und deine einzige Chance, vielleicht zu erfahren, wer dein Vater ist. Es ist alles so schrecklich, Darren. Es ist, als hätte ich die Büchse der Pandora geöffnet. Ich wollte etwas Gutes tun und habe dich damit in schreckliche Gefahr gebracht. Ich hoffe, dass alles ein gutes Ende nimmt und wir gemeinsam von vorn beginnen können. In Liebe, Angelina. Tja, das muss man natürlich noch lesen. Ja, weil er alles vorgelesen hat, bin ich erst gar nicht auf die Idee gekommen, das nochmal zu lesen. So, da müssen wir ja nochmal im Rucksack gucken. Die Scheibe ist nicht im Rucksack und liegt hier auch nirgends rum. Oh. Ich sollte aber noch im Schlafsack nachsehen, um sicher zu sein. Aha. Dann gucken wir im Schlafsack nach. Nichts. Keine Mosaikscheibe. Ich glaube, ich weiß, wer sie hat. Der Rabe, oder? Aber ein Rabe wird ja, wie groß ist denn die Mosaikscheibe? Black Mirror Castle. Am besten ich gehe zu Fuß und mache einen weiten Bogen um das Dorf und die Straße. Tja. Dann sind die vom Orden ja fast noch schlimmer als die Gordon selbst. Die waren die das sind sieht nur verrückt. Fast so aus. Ich habe geahnt, dass mein Weg mich irgendwann hierher führt. Ich werde herausfinden, wer mein Vater ist. Ich werde die Mosaikscheiben finden und ich werde Angelinas Tod einen Sinn geben. Aber ich muss verdammt vorsichtig sein. Laut Angelina könnte mindestens einer der Schlossbewohner zum Orden gehören. Vielleicht kann ich herausfinden, wer es ist. Tja. Vor ein paar Tagen hätte ich mir nicht träumen lassen, vor diesem Tor zu stehen. Es sieht genauso aus wie auf dem Foto. Es wirkt beinahe, als sei die Zeit hier stehen geblieben. Das Tor ist verriegelt und aus massivem Eisen. Da gibt es kein Durchkommen. Diese Steinfigur und die andere sehen fast identisch aus. Ich sehe nichts, was von Interesse sein könnte. Diese Steinfigur und die andere sehen... Ja, ist gut. Du machst die andere auch noch an. Es könnte auch eine von den Frauen sein dort, weil die mal von der älteren... Die Steinfigur zeigt eine nackte Frau. Eine Nymphe. Ich kann nichts Auffälliges entdecken. Aha. Weil die immer von der Frau gesprochen haben, also eine ältere Stimme. Eine ältere Frau, also die Stimme einer älteren Frau, ne? Ja. Die Steinfigur zeigt eine nackte Frau. Tja, und hier vermutlich hier auch nichts anderes. In England scheint man etwas lockerer mit Nacktheit umzugehen. Ja, bestimmt. Also zu genau muss ich mir das aber trotzdem nicht ansehen. In England scheint man... Ja. Guck mal, Briefkasten. Das Schloss am Briefkasten scheint beschädigt zu sein. Nanu? Lea. Oh. Das wundert uns aber. Die Streben an dieser Tür sind stark verwittert. 2 sind sogar durchgerottet und an den unteren Enden nicht mehr mit dem Türrahmen verbunden. Aha. Also, da ist eine Klingel. Ja.
Da ist ein Ast. Klingel haben wir uns noch nicht angeschaut. Ein armdecker Ast. Ja. Sieht stabil aus. Hm. Nimm ihn mal. Nimm mit. Wer weiß, wozu man den noch brauchen kann. Er ist feucht, aber nicht morsch. Er kann erst kürzlich vor einem der Bäume abgebrochen sein. Vielleicht bei dem Unwetter gestern. Aha. So, also hier haben wir Willow Creek, Nymphe 1, Schloss. Haben wir, glaube ich, auch noch nicht angeguckt. Nee, aber... Das Schloss sieht verdammt düster aus. Da helfen auch der verwilderte Garten, der feuchte Nebel und meine augenblickliche Gemütslage nicht. Ich schätze mal, das ist kein... Verstärkt das Ganze nur noch. Ja. Vermutlich umschließt der Zaun das gesamte Schlossgelände. Die Aristokraten in diesem Land pflegen keine Kultur der offenen Tür. Naja. Nicht freiwillig. Es sei denn, sie brauchen Geld. Ja, so ist es. Dann sind sie offen für Touristen. Ja. Für ein kleines Eintrittsentgelt. Ja, dann wollen wir mal klingeln, ne? Ja, wenn du nicht den Stock benutzen willst. Eine elektrische Klingel? Wow. Ich hätte eher mit einer alten Glocke gerechnet. Und? Ist eine Sprecheranlage? Drück doch mal. Klingel. Nichts. Vielleicht ist sie kaputt. Vielleicht wollen sie niemanden aufmachen. Immer noch nichts. Tja. Scheint wirklich kaputt zu sein. Ich glaube, dreimal reicht. Normalerweise sind alle guten Dinge drei, oder? Ja. Naja. Tja. Kannst du ja mal aufhebeln, hä? Keine Chance. Die Streben sind zwar nur noch an einer Seite mit dem Rahmen verbunden, aber sie sind widerstandsfähiger, als ich dachte. Was haben wir denn bei uns in der Tasche, was wir benutzen können? Keine Chance. Die Streben sind zwar nur noch an einer Seite... Mit diesem Ast als Hebel sollte es funktionieren. Das war's. Hey. Guck mal. Hey, wie kommen Sie hier rein? Was denkst du? Offen. Ja? Ich drehe dem Gör den Hals um. Ich habe ja 100-mal gesagt, dass das Tor immer verschlossen sein muss, wenn wir keine Strolche hier auf dem Grundstück haben wollen. Wenn Sie damit auf mich anspielen, ich bin kein Strolch, ich bin Polizist. Was Sie nicht sagen, dann haben Sie doch bestimmt einen Ausweis. Ich, Kann ich behilflich sein, Sir? Ist das Bates? Ich habe Herrn... Würde ich sagen. Werter Herr. Für euch einfach, Louis. Ach, das ist Louis. Den gibt's immer noch. Wunderbar. Das ist doch der Louis von aus Wales. Herr Louis, entschuldige, ja. Sir. Wie kann ich Ihnen helfen? Mein Name ist Falk. Ich ermittle in einem Mordfall, der sich gestern Abend am Leuchtturm zugetragen hat. Ich habe davon gehört. Fürchterliche Sachen. Aber sagen Sie, Ihr Akzent? Ich bin Teil eines Austauschprogramms. Die Vereinigten Staaten, Kanada und Großbritannien tauschen Ermittler aus, um von den jeweils anderen Ermittlungsmethoden zu lernen. Sherlock Holmes meets Dick Tracy, sozusagen. Wenn die Regierung es für nötig hält. Was ist denn mit dem Herrn Inspektor Collier? Sollte er Sie nicht begleiten? Der ist krank heute. Verstehe. Er ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Wie kann ich Ihnen dienen? Puh. Bills hat sich gut gehalten und Louis eigentlich auch. Ne? Ja. Das ist ein erstaunliches Anwesen hier. Ein geschichtsträchtiger Ort, in der Tat. Leider hatten die Geschichten häufig mit Blut, Tod und Unglück zu tun, wie man hört. Die Familie Gordon wurde häufig geprüft. Das ist richtig. Verzeihen Sie, wenn ich das so sage, aber das Schloss macht nicht den besten Eindruck. Ich wüsste nicht, was das mit Ihren Ermittlungen zu tun hätte, Mr. Falk. Heißt der nicht Columbo? Hat er ja recht. Ein Zeuge hat am Tatort einen ungewöhnlichen schwarzen Wagen gesehen.
Was meinen Sie mit ungewöhnlich? Im Besitz der Familie Gordon befindet sich ein klassisches englisches Automobil aus den 30er Jahren. Ungewöhnlich genug. Waren Sie mit dem Wagen heute Morgen an den Klippen? Die Ladies sind heute nicht ausgefahren. Und ich glaube auch nicht, dass Louis den Wagen genommen hat. Fragen Sie ihn. Er kümmert sich um den Wagen, wenn schon nicht um den Garten. Ah, leise Kritik. So. Dieser Louis macht einen recht schroffen Eindruck. Er ist Waliser. Ich sag alles. Er erklärt alles. Lady Eleanor begleitet, als sie nach dem Tod ihres Mannes hierher gezogen ist. In Wales hat er sich um den Garten ihres Schlosses gekümmert. Damals legte er wohl noch eine andere Arbeitsmoral an den Tag. Lady Eleanor besitzt ein Schloss in Wales? Gewiss. Vor einigen Jahren gab es einen schrecklichen Unfall, bei dem ihr Mann Sir Richard gestorben ist. Kurz danach ist sie hier eingezogen. Interessant. Oh ja, Platz haben sie ja genug. Naja. Was können Sie mir zu Samuels Geist sagen, den einige Touristen gesehen haben wollen? In der Tat wollten einige Touristen ihn gesehen haben. Doch seit 12 Jahren ist hier nichts Ungewöhnliches passiert, abgesehen davon, dass die Touristen das Schloss zeitweise nahezu belagert haben. Jetzt nicht mehr? Nein. Obwohl, erst vorgestern war ein Ehepaar hier, um sich das Schloss und den angeblichen Geist anzusehen. Da sie vorher höflich gefragt haben, habe ich ihnen erlaubt, sich im Garten umzusehen. Aber fündig geworden sind sie sicher nicht. Es gibt hier keine Geister. Auch keine Vampire? Sie sprachen eben von Ladies. Lady Victoria, die Besitzerin von Black Mirror Castle, und Lady Eleanor, eine Verwandte aus Wales. Die Ladies sind die letzten der Gordons und stehen dem Schloss vor. Kann ich mit den Damen sprechen? Ich würde es bevorzugen, sie nicht aufzuregen. Lady Victoria ist eine Dame reiferen Alters. Aber ein paar Worte sind doch sicherlich okay. Was immer es zu bereden gibt, können Sie auch mit mir bereden. Ich bin seit über 70 Jahren bei den Gordons beschäftigt. Ich kann Ihnen alles sagen, was Sie wissen müssen. Diese Frau wurde ermordet. Kennen Sie sie? Sind Sie sicher, Sir? Leider ja. Ihr Name ist Angelina Morgan. Sie scheinen sie zu kennen. Ich? Kommen Sie, Sir. Wir müssen das den Ladies zeigen. In Ordnung. Aha. Gut, wir müssen eigentlich Schluss machen. Wenn wir speichern können, ja. Bei der nächstbesten Gelegenheit, ne? Werden wir warten. Genau. Warten Sie bitte einen Augenblick, Sir. Ich melde Sie an. Was war denn das da im Spiegel? Ui, da ist ein Geist. Mr. Fogg, die Ladies haben Zeit für Sie. Mr. Fogg? Geht es Ihnen nicht gut? Doch, danke. Ich hatte etwas wenig Schlaf. Lady Victoria? Lady Eleanor. Mein Name ist Inspektor Fogg. Ich untersuche einen Mordfall. Bates meint, Sie hätten ein Foto des Opfers. Ganz recht. Kennen Sie sie? Wie ist Ihr Name? Angelina Morgan. Ich kenne sie nicht. Wenn das nun alles war... Ein paar Fragen hätte ich schon noch. Ist schon gut, Bates. Wir werden selbstverständlich mit der Polizei zusammenarbeiten. Fahren Sie ins Dorf und erledigen Sie, worum ich Sie gebeten habe. Ich bin mir sicher, der Inspektor wird uns Gesellschaft leisten. Sehr wohl, Madame. Wie elegant sie strickt. Ja. Kann die Polizei behilflich sein. Sie schienen das Bild der Toten unbedingt sehen zu wollen.
Und auch Bates' Verhalten war auffällig, als ich ihm das Bild gezeigt habe. Sind Sie sicher, dass Sie die junge Dame nicht kennen? Ganz sicher. Wir sind nur besorgt. Der Mord geschah ja hier ganz in der Nähe. Nicht der erste. Da haben Sie leider recht. Es ist nun... Es ist 12 Jahre her, verstehen Sie? So viele Jahre und jetzt geschieht ein neuer Mord. Erzählen Sie mir von der Mordserie von vor 12 Jahren. Nein, das hat nichts mit diesem Verbrechen zu tun. Lassen Sie sie damit in Ruhe. Beschränken Sie sich auf den aktuellen Mordfall. Das ist schon schlimm genug. Ihr Butler Bates scheint sich um Sie zu sorgen. Er ist seit Jahrzehnten unser Butler. Er ist so etwas wie die gute Seele des Hauses. Er sieht es als seine höchste Pflicht an, alles für mein Wohlergehen zu tun. Auch wenn er dafür sein eigenes Wohlergehen aus den Augen verliert. Ist er krank? Ich befürchte, ja. Wir haben ihm schon oft angeboten, sich hier bei uns zur Ruhe zu setzen. Aber er lehnt es strikt ab, seinen Pflichten nicht mehr nachzukommen. Seit kurzem haben wir eine Haushaltshilfe, die ihm zumindest ein wenig zur Hand geht. Dürfte ich mich hier im Schloss umsehen? Ich würde auch gerne noch einmal mit Louis sprechen. Natürlich. Wir haben nichts zu verbergen. Bleiben Sie so lange Sie wollen. Halten Sie sich nur von den Privaträumen fern. Das versteht sich von allein, Madame. Na gut. Gut, dann machen wir jetzt Schluss. Wir können jetzt nämlich... Ja. Okay. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Ciao.